Und dann kommt auch schon der magische Moment, wo wir aus dem normalen gegrillten Spargel das vielleicht geilste Spargelgericht des Sommers machen. Und schaut euch das mal an. Wow. So muss das aussehen. Grillt den Spargel, kocht ihn nicht. Seit Jahren wird Spargel in der Frühjahrszeit gekocht. Das ist eine schöne Geschichte, man sagt auch Königsgemüse dazu, aber es gibt einen Weg, den Spargel noch ein bisschen besser zu machen. Wir lassen den Geschmack im Spargel drin, verfeinern ihn mit einem leckeren Crunch und tollen Aromen und ich zeige euch heute den besten Spargel, den ihr jemals gegessen habt. Hallo und herzlich willkommen bei Fleischglück. Heute haben wir mal ein weiteres Video aus der Rubrik Kein Fleisch. Wir machen Spargel, aber wir werden den Spargel nicht ganz klassisch kochen, sondern wir nehmen den Spargel und wir werden den Spargel einfach mal grillen. Denn Spargel gegrillt schmeckt meiner Meinung nach viel besser. Und wie das geht, das zeige ich heute in diesem Video. Wir haben hier wunderbaren Spargel, schöne Qualität, hier direkt aus Hessen. Dann haben wir ein bisschen Butter, wir haben ein paar Eigelb, wir haben noch mehr Butter, wir haben Zitrone und wir haben ein bisschen Rosmarin. Hier ist leckeres Panko-Mehl. Und ja, das werden wir für den Spargel verwenden. Wir werden den Spargel einfach auf der Feuerplatte grillen und legen einfach mal los. Natürlich müssen wir den Spargel zuerst einmal schälen. Das ist einfach so beim Spargel. Den grünen, klar, den können wir einfach so auf den Grill hauen. Aber auch den Spargel hier, den können wir grillen. Ganz oft, wenn ich das mache, werde ich gefragt, wie, weißer Spargel und den auf den Grill? Und ich sage, ja, probiert es doch einfach mal aus. Es schmeckt einfach anders, es schmeckt besser. Wir laugen den Spargel nicht so aus durch das ganze Wasser. Vorher muss er aber trotzdem geschält werden. Das ist das Problem bei weißem Spargel. Zwei kleine Tipps zum Spargelschälen. Wenn ihr den Spargel habt und so einen Schäler habt, dann kann man den ganz gut hier auflegen. Einfach auf dem Arm aufstützen, vorne mit den Fingern so ein bisschen drehen. Und dann wirklich schauen, dass man die Schale komplett abkriegt von allen Seiten. Immer Step by Step drehen. Wenn ihr keinen so einen Spargelschäler habt, sondern wenn ihr eher so einen T-förmigen Spargelschäler habt, dann ist auch eine schöne Idee, den Spargel einfach hinzulegen und dann das Ganze im Liegen zu machen. Wenn man nicht ganz so viele Tonnen Spargel im Jahr schälen muss, dann ist das vielleicht auch der einfachere Weg. Wenn er geschält ist, schneiden wir am Ende den Strunk noch einmal ganz dünn ab. So, ich habe den Spargel jetzt geschält. Und wir haben die Feuerplatte schon angeheizt. Wir schauen einfach mal ein bisschen nach der Temperatur, was wichtig ist, wenn wir den Spargel direkt auf der Platte oder in der Pfanne sozusagen grillen möchten, dass wir nicht mit zu viel Temperatur arbeiten. Ja? Wir brauchen jetzt keine Screaming Hot Pfanne, ne, wie beim Anbraten vom Steaks oftmals empfohlen wird, sondern wir wollen eigentlich eine Temperatur haben, so um die 180, 200, vielleicht 220 Grad. Irgendwo in diesem Bereich sollten wir uns befinden. Und das schauen wir einfach mal nach. Wenn es so runtergebrannt ist, dann ist es eigentlich schon ganz gut. Die Platte ist ordentlich durchgeheizt, das wollen wir haben, aber wir wollen hier kein maximales Inferno haben. Sobald das Öl direkt verdunstet, wenn wir es auf die Platte geben, ist es zu heiß. Wir nehmen uns einfach mal ein kleines bisschen Öl, können wir hier so in einer kleinen Ecke testen. Das wird schnell flüssig, das ist in Ordnung, aber es fängt nicht an zu rauchen. Das heißt, wir sind unter unseren 220 Grad. Das ist eigentlich eine ganz gute Temperatur, um schon mal loszulegen. Wir haben ja auch immer noch die Möglichkeit, über die Entfernung zum Feuer so ein bisschen zu steuern. Der ist hier außen etwas kälter als innen und das sollten wir auch beachten, wenn wir den Spargel jetzt auflegen. Der Partner unserer heutigen Folge ist grillrost.com. Wir danken vielmals dafür, dass ihr uns diese Folge hier ermöglicht hat. Wir arbeiten heute hier auf dem Feuerplattengrill. Wir haben richtig viel Fläche. Es geht um konduktive Wärmeübertragung. Im Prinzip das, was wir auch in der Pfanne haben oder auf der Plansche haben. Und gerade für den Spargel bietet sich das unglaublich an. Die Temperatur passt. Wir legen einfach mal los. Wir haben eine gehörige Portion Spargel und jetzt gibt es natürlich eins zu beachten. Wir haben einfach, ne, vorne und hinten der Kopf, der ist ein bisschen empfindlicher und die Platte, die ist innen drin ein bisschen heißer und meistens ist der Spargel unten auch dicker und dementsprechend ist ganz, ganz klar, dass ich den Spargel so rum auf die Platte lege, dass das Köpfchen ein klein wenig geschützt ist und dass das dickere Ende in Richtung der heißeren Zone zeigt. Genau wie beim Smoken müssen wir auch beim Arbeiten mit der Platte oder mit Gemüse, ne, immer schauen, dass wir das empfindlichere Ende weg vom Feuer legen. Wir starten mit dem Öl. Die Platte ist ein bisschen abschüssig nach innen. Dementsprechend trage ich das Öl hier außen erst einmal auf und es läuft dann den Spargel entlang in Richtung des Feuerloches. Wir wollen den Spargel langsam ausbraten, wenden den mit der Pinzette möglichst präzise, ja, so dass wir von beiden Seiten Röstaromen bekommen. Wenn wir merken, dass es uns zu heiß wird, dann können wir den auch einfach ein bisschen weglegen von dem Feuerloch. Wir sollten so roundabout eine Grillzeit von schon 10 Minuten anstreben. Also das darf ruhig langsam ausbacken, damit er auch weich wird. Klassisch würde ich keinen Zucker zum Spargel geben. Beim Kochen machen wir das gerne, um das Bittere ein bisschen zu kaschieren. Aber hier würde dann doch vielleicht zu viel Röstaroma entstehen. Wenn wir ein bisschen Süße drin haben wollen, dann lieber später. Aber ein bisschen Salz vorher, das schadet schon mal nicht.
Wir braten den Spargel jetzt so lange, bis er anfängt, sich biegen zu lassen, bis er ganz leicht wird. Wir wollen einen schönen Biss noch haben, aber er soll natürlich gegart sein. Ja? Also nicht von außen verbrennen mit viel Kraft, sondern schön langsam durchziehen, bis er anfängt, weich zu werden. Während der Spargel hier ein bisschen am Ziehen ist, Röstaromen kriegt er schon langsam, habe ich hier zwei Eigelb in einem kleinen Topf. Wir haben hier vorne ein bisschen Butter zum Warmwerden beiseite gestellt. Das ist hier ein kleiner Sud, Riesling einreduziert, ne, so eine Reduktion. Wir haben Zwiebeln mit drin, wir haben ein paar Kräuter mit drin, Thymian, Rosmarin, ein bisschen Pfeffer. Das geben wir jetzt einfach noch zu unserem Ei dazu. Dann gehen wir damit auf unsere Feuerplatte und jetzt rühren wir und rühren wir und rühren wir. Die ganze Zeit. Wir hören nicht auf zu rühren, bis der Arm abfällt. Wir rühren so lange, bis wir eine richtig schaumige Konsistenz bekommen. Das muss richtig mehr werden, ich denke mal so verdreifachen, vervierfachen vom Volumen her. Wenn er merkt, dass es anbackt unten drunter, ja, wenn es ein bisschen fest wird, dann ruhig mal den Topf einfach runternehmen, aber weiter rühren. Rühren, rühren, rühren. Das muss richtig dick werden, da muss richtig Bindung drin entstehen. Ja? Das muss fast schon so aussehen wie eine schöne, dicke, feste Hollandaise. Parallel habe ich nebendran die Butter stehen. Die sollte auch zumindest mal vortemperiert sein. Ne? Nicht kalte, flüssige Butter, sondern so, naja, 60, 70, 80 Grad sind wahrscheinlich ganz passig. Ja, wenn ich drüber nachdenke, ist 80 Grad vielleicht doch ein bisschen viel. Nehmen wir eher so 60 Grad. Jetzt kommt langsam die Butter dazu. Das ist schon ziemlich fest geworden. Tropfenweise rühren wir jetzt hier die Butter rein, ziehen das da drunter. Immer nur stückchenweise die Butter runterziehen. Und ganz wichtig, nicht aufhören zu rühren. Von der Konsistenz her sieht das, glaube ich, schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir die noch ein bisschen abschmecken. Vorher wenden wir aber kurz noch mal den Spargel. Der hat jetzt auch richtig schön Röstaromen bekommen. In die Sauce Hollandaise kommt jetzt noch ein kleiner Spritzer Zitrone. Ein bisschen Wustesoße, bisschen Salz, kleine Prise Pfeffer. Und jetzt müssen wir noch den Spargel so richtig, richtig lecker machen. Und ihr wisst, was wir brauchen, um Dinge richtig, richtig lecker zu machen. Richtig, wir brauchen Butter. Lassen die auf der Platte schmelzen. Wollen jetzt aber nicht, dass so viel da reinläuft. Man merkt, hier vorne blubbert es nur leicht. Hier in der Mitte hat er deutlich mehr Power. Und machen die Panko-Brösel in die Butter. Hilft auch ganz gut als Weglaufbremse. Dann darf die Butter in den Panko einziehen und so ein bisschen drauf anrösten. Jetzt können wir die Spachtel nehmen und das hier ein bisschen hin und her schieben, so dass sich das Ganze schön anröstet. Und wenn der Panko dann ein bisschen braun geworden ist, dann werden wir Panko-Butter in der Kombination auf den Spargel geben, den Spargel in der Mischung ein bisschen wenden und dann haben wir einen schönen Crunch und vor allen Dingen auch den leckeren Buttergeschmack direkt am Spargel dran. Wenn der Spargel so wippt, dann ist er fertig. Ich sortiere mir das Holz mal so, dass wir ein bisschen mehr Power hier vorne hinkriegen. Muss allerdings aufpassen, dass wir nicht unsere leckere Butter-Panko-Mischung hier vorne schon auf dem Weg wieder verlieren. Ich habe jetzt noch mal geschaut und die Köpfe haben doch etwas wenig Temperatur abgekriegt. Deshalb flippen wir den Spargel jetzt noch einmal komplett, so dass die Köpfe ganz am Ende auch noch mal ein bisschen mehr Power abkriegen. Und dann kommt auch schon der magische Moment, wo wir aus dem normalen gegrillten Spargel das vielleicht geilste Spargelgericht des Sommers machen. Wir geben ihm ein bisschen Crunch, wir geben ihm ein bisschen Aroma. Dann die Aromaten drauf. Wir haben hier klein gehackten Rosmarin. Wir haben da drüben unser leicht angeröstetes Panko-Mehl. Ein bisschen Zitronenabrieb für die Frische. Und dann schnappen wir uns unser Panko-Mehl von hier vorne. Jetzt hat es auch richtig schön Röstaromen gekriegt. Geben das auf den Spargel. Und jetzt wälzen wir den Spargel so ein bisschen in dem Mehl, dass der von allen Seiten benetzt wird. Das gibt den Crunch dazu. So, der Spargel ist gewürzt, der Spargel ist gecrunched, der Spargel ist weich. Wir richten ihn auf dem Teller an. Haben dann noch unsere leckere Sauce Hollandaise dazu. Die ist richtig dick geworden. Schaut euch das mal an. Wow. So muss das aussehen. Und dann hoffe ich, dass auch ihr ab jetzt euren Spargel vielleicht ein bisschen anders behandelt. Man muss ihn nicht kochen. Ich meine, ja, gekochter Spargel ist auch lecker. Aber hier steckt wirklich Geschmack drin. Wir probieren das einfach mal direkt von der Platte. Überhaupt nicht bitter, leicht crunchig, tolle Aromen mit dabei. Das ist ja nun unser Spargel vom Grill. Tolle Röstaromen, tolles Gericht. Probiert es einfach mal aus. Man kann nicht nur den grünen Spargel grillen, auch der weiße Spargel will gegrillt werden. Und auch das Thema mit der Sauce Hollandaise ist eigentlich gar nicht so schwer. Merkt euch einfach, ihr müsst rühren, rühren, rühren. Traut euch an das Ding ran, man kann Spargel wunderbar grillen. Am 26.06. haben wir was richtig Großes geplant. Markiert euch den Tag im Kalender, macht einen großen Kreis drumherum. Abends von 19 bis 22 Uhr seid ihr dabei. Wenn ihr mehr coole Sommerrezepte sehen wollt, dann bleibt dran. Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da und wir sehen uns hier garantiert wieder.